der Kripo-Lie weg, das ist meine Kollegin Frau Schwabendeck. Ihre Kollegin hat Stil und steht dazu. Tut auf der Schreckbank? So sieht's aus. Sowas habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Das da ist der Kopf. Abgetrennt. Wie viel Kraft braucht man, um seine Nagelschere durch den Gehörgang ins Gehirn zu stoßen? Ich habe natürlich sofort in meiner Tatortfibel nachgeschlagen. In Ihrer Tatortfibel? Ja. Sie kann ja richtig nett sein. Oh, das ist nur ein Anfall. Ihr müsst rauskriegen, bei wem er im hellgrünen Gang war. Nachbarn befragen, etc. etc. Ecke, Schatz, ich mach das nicht erst seit gestern. Danke für den Tipp. Finn, Schatz, das sind keine Tipps. Ich leite diese Ermittlung. Ich darf anmerken, dass private Befindlichkeiten zwischen der Staatsanwältin und der Polizei bei einer Mordermittlung nichts zu suchen haben. So, Strahlemann, jetzt bist du dran. Ich würde gerne wissen, woran dieser stramme Bursche gestorben ist. Sie kommen sich wohl sehr schlau vor, was? Ja.